Liebe Genossinnen und Genossen, es war vor genau 4 Jahren, als die späteren Koalitionäre vereinbarten, dass das Justizministerium den Linken zufallen solle. Da gab es nicht wenige, das sind diejenigen gewesen, die mittlerweile die Oppositionsbänke, die harten drücken, die sagten, damit wäre der Rechtsstaat gefährdet. Damit wäre der Rechtsstaat gefährdet. Es waren dann übrigens auch die gleichen, die etwa ein Jahr später gefordert haben, flächendeckend, und zwar rechtsstaatswidrig und verfassungswidrig gefordert haben, flächendeckend die Angehörigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, insbesondere die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die Richterinnen und Richter und die Angehörigen des Justizvollzuges erneut einer Stasi-Überprüfung zu unterziehen. Aber diejenigen, die das jedenfalls behauptet haben, dass der Rechtsstaat gefährdet wäre, redeten natürlich Unsinn, weil aus unserer eigenen Erfahrung heraus, aus unserer Erfahrung heraus von vor 89 wissen wir, dass ein Fortschritt, ein Freiheitsweg nicht an bestimmten Kernprinzipien der Rechtsstaatlichkeit vorbeiführt. Davon will ich drei nennen. Drei will ich davon nennen. Erstens, dass die Exekutive den Gesetzen unterworfen ist, dass die Legislative dem Normbestand der Verfassung unterworfen ist, insbesondere den Bürger- und Menschenrechten, und dass wir eine Trennung der Gewalten haben. Und dass das sinnvoll ist und dass das dem Fortschritt dienlich ist, mussten wir selber als Landesregierung an der einen oder anderen Stelle für manche schmerzhaft erfahren. Ich will nur verweisen auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zum Lärmschutz und zur Erstattung der entsprechenden Kosten. Das hat manchen in der Regierung nicht gefallen, aber das war richtig gewesen. Da war das Recht auch nicht nur Instrument der Politik, sondern auch Maßstab der Politik. Es war die Entscheidung über den Kitaschlüssel des Landesverfassungsgerichts oder auf Bundesebene die Entscheidung von 2010 des Bundesverfassungsgerichts zu einem Grundrecht auf ein Existenzminimum im Zusammenhang mit der Hartz-IV-Entscheidung. Und weil das so wichtig ist, dass die Gewalten getrennt sind und weil es so wichtig ist, dass das Recht auch Maßstab der Politik ist, ist unsere Forderung, eben alle Bestrebungen zu unterstützen, die Unabhängigkeit der Justiz weiter zu stärken, Bestrebungen zu unterstützen, die Autonomie der Justiz zu verankern, Bestrebungen zu unterstützen, dass die Staatsanwälte eben nicht den Einzelanweisungen eines Justizministers unterliegen, sondern unabhängig entscheiden können, wenn sie ein Verfahren einleiten oder ein Verfahren nicht einleiten, und dass die Justiz auch so ausgestattet ist, personell, dass wir relativ kurze Verfahrenslaufzeiten haben. Und, das ist ganz wichtig, dass wir garantieren eine gewisse Waffengleichheit vor den Gerichten. Dass wir also allen Bestrebungen, Prozesskostenhilfe einzusparen, herabzusetzen, uns widersetzen. Und das ist uns im Übrigen im vergangenen Jahr sehr gut gelungen. Die Prozesskostenhilfe sollte nach einem Gesetzentwurf von Frau Leutheusser-Schnarrenberger entscheidend eingeschränkt werden. Und wir waren die Einzigen gewesen, die im Bundesrat dagegen Front gemacht haben. Und wir waren dann die Einzigen gewesen, die in den internen Gesprächen dafür gesorgt haben und den entscheidenden Druck ausgeübt haben im Justizministerium, dass Frau Leutheusser-Schnarrenberger wegen des Vorwurfs der sozialen Kälte davor zurückgeschreckt ist, diese Verschlechterung in gesetzliche Form zu gießen und umzusetzen. Das war ein Erfolg unserer konkreten Justizpolitik auf Bundesebene. Natürlich ist es so, dass das Recht sich nicht oder die Rechtsprechung sich nicht im luftleeren Raum vollzieht und dass es zivilgesellschaftlichen Engagements bedarf, um das Recht auch und die Rechtsanwendung in eine bestimmte Richtung zu drücken und vielleicht freizumachen den Weg für eine Rechtsentwicklung von unten. Ich will an dieser Stelle hier in Eberswalde nochmal auf den Fall Amadeo zurückkommen, der damals natürlich sowohl in der polizeilichen Bearbeitung als auch in der justiziellen Bearbeitung sehr viel Kritik aufwies. Dass wir heute einen Zustand haben in Brandenburg, dass Gerichte rechtsradikale Gewalt beim Namen nennen und problematisieren, dass Rechtsradikale, wenn sie Gewalt ausüben, Andersdenkenden, Anderslebenden, Ausländerinnen, Ausländern, Homosexuellen, denjenigen, die einen anderen Lebensentwurf für sich entworfen haben, das Lebensrecht, das Existenzrecht hier in unserem Land absprechen, dass das thematisiert wird in Gerichtssälen, ist insbesondere der Antifa zu verdanken, ist insbesondere solchen Organisationen zu verdanken wie der Opferperspektive, die Sicht der Opfer in die Gerichtssäle, in den gesellschaftlichen Diskurs getragen haben und damit einen Problemhorizont eröffnet haben, der eben dazu geführt hat, dass wir in den Gerichtssälen Solidarität üben mit denjenigen, denen Unrecht widerfahren ist, die Solidarität der Rechtsgemeinschaft. Dann ist es auch egal, ob es schwere Strafen die dann ausgeworfen werden oder ob es Strafen sind, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Wichtig ist,
dass die Dinge beim Namen genannt werden in den Gerichtssälen. Und das ist im zivilgesellschaftlichen Engagement, das wir zukünftig weiter fördern müssen und wo wir uns einsetzen müssen, als Partei zu verdanken. Zweite Anmerkung zur Frage des Rechtsstaats. Wilhelm von Humboldt hat einmal gesagt, oder für Wilhelm von Humboldt war Rechtssicherheit abgekoppelt vom Rechtsinhalt gerechtigkeitsentleerte Rechtssicherheit. Und das ist nicht unsere Sache. Wir wissen genau, dass es auch rechtsstaatlich legitimiertes Handeln gibt, das Unrecht, das ungerecht ist. Natürlich das plastischste Beispiel ist Hartz IV, ist die Hartz IV-Gesetzgebung, wo wir im Land nicht sehr viel machen können. Wir können nur dafür sorgen, dass die fehlerhaften Widersprüche vor Gericht relativ schnell entschieden werden. Und das ist schon schwer genug bei dem weiteren Explodieren der Zahlen, der Eingangszahlen bei Hartz IV. Und wir können uns nur auf Bundesebene dafür einsetzen, die Hartz-IV-Logik, die Oskar Negt nicht zu Unrecht bezeichnet hat, als Attacke, als Angriff auf die menschliche Würde, diese Hartz-IV-Logik zu durchbrechen. Dafür bedarf es natürlich Bündnispartner, dazu ist vieles hier gesagt worden, schon in vorhergehenden Reden. Aber wenn es darum geht, auch den Rechtsinhalt in den Blick zu nehmen, dann müssen wir hier auf Landesebene, da wo wir Gesetzgebungskompetenz haben, und wo wir die Gesetzgebung in den Händen halten, auch dafür sorgen, dass der Rechtsstaat auch ein sozialer Rechtsstaat ist und dass soziale Kriterien in die Gesetzgebung einfließen. Und wir haben das gemacht als Justizministerium. Wir haben es geschafft, auf der Bundesebene in der natürlich neuralgischen Frage der Sicherungsverwahrung den Rechtsstaat wieder in die richtige Balance zum sozialen Rechtsstaat zu bringen. Das ist uns sogar auf Bundesebene gelungen. Wir haben es gemacht mit dem verabschiedeten Justizvollzugsgesetz vom 1.6. diesen Jahres, wo wir den Resozialisierungsgedanken weiter stärken. Und wir machen es jetzt mit dem Arrestvollzugsgesetz. Das war jetzt ja gerade in der Presse gewesen in dieser Woche, dass wir noch ein Jugendarrestvollzugsgesetz erarbeiten. Und der Hintergedanke ist natürlich der, und wir sind ja eine Partei, die aus einer marxistischen Tradition kommt, der Hintergedanke ist natürlich der, dass das Verbrechen auch eine soziale Erscheinung ist, dass diejenigen, die Verbrechen begehen, die Straftaten begehen, meist aus sozial widersprüchlichen Verhältnissen kommen, dass es Broken-Home-Situationen zu Hause sind, dass es Probleme sind mit elterlicher Gewalt, denen sie unterworfen waren. Und deswegen ist natürlich unser Ansatz, und das kann nur unser Ansatz sein, im Vollzug, im Strafvollzug, im Arbeiten mit den Strafgefangenen, mit Jugendarrestanten, ihnen soziale Hilfe zu geben, sie nicht als Outlaws auszugrenzen, sondern zu sagen, ihr seid straffällig geworden, aber aufgrund auch der Verantwortung der Gesellschaft bieten wir euch soziale Hilfe an, damit ihr nicht wieder rückfällig wird. Das ist eine Politik, die dem sozialen Rechtsstaat, wie ihn Hermann Heller, wie ihn Wolfgang Abendroth benannt haben, wie sie ihn charakterisiert haben, verpflichtet ist. Und ich glaube, das ist die Politik, die die einzig alternativlose Politik ist, die wir zu vertreten haben. Ich bin gleich fertig, aber wie bei Gregor Gysi, wer was zu sagen hat, braucht eben mehr Zeit. Und dann solltet ihr euch natürlich nicht auf diesen Irrpfad locken lassen von Kuschelvollzug oder Hotelvollzug oder anderen Unsinn. Bei dem Jugendarrest, der im Moment zur Debatte steht, das sind Jugendliche, das sind Kinder fast noch, 15, 16, 17 Jahre, die sind 4 Wochen im Arrest. Das hat überhaupt nichts mit Kuschelarrest zu tun. Und dass wir denen eine gewisse Hilfe bieten, das sind auch hilflose Jugendliche. Ich war oft genug im Jugendarrest gewesen. Das ist eine soziale Aufgabe und hat nichts mit Kuschelarrest zu tun. Na gut. Ich nehme ja der Basis gar nichts übel. Abschließend. Was mir aufgefallen ist, dass wir heute noch, außer durch mich und indirekt vielleicht durch Gerrit, mit den Verhältnissen, die zum Tanzen zu bringen sind, auf eben Marx Bezug genommen haben. Und ich finde schon, dass auf so einem linken Parteitag auch ein Marx-Wort durchaus eine Berechtigung hat. Und Marx hat ja mal gesagt, dass die Verhältnisse den Menschen bilden. Ja, und dann hilft uns nichts anderes, als die Verhältnisse menschlicher zu bilden. Das ist sowohl in Bezug... Das ist sowohl in Bezug auf den Vollzug so richtig und aber auch auf in Bezug auf unser Leitbild und unseren Initiativantrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.